Wenn Spanien am Abend England in der UEFA Nations League empfängt, trifft der zweimalige Torschützenkönig der Premier League auf den europäischen Verteidiger des Jahres 2018. Harry Kane spielt gegen Sergio Ramos. Der Spanier weiß um die Qualitäten des Gegners und zeigt vor dem Spiel viel Respekt vor England. Heute gastiert der WM-Vierte bei den bärenstarken Spaniern. Die Furia Roja ist in der Nations League noch ungeschlagen und hat zuletzt Wales 4:1 und Vize-Weltmeister Kroatien 6:0 abgewatscht. Wir sind glücklich, dass wir wieder eine tolle Mannschaft haben und großartigen Fußball spielen, sagt Ramos. Es ist ein wunderschöner Weg, den wir gehen. Auf der Pressekonferenz in Sevilla wird angesprochen, dass die Engländer von ihrer Physis leben, während Spanien auf Technik setze. Ramos bestätigt, dass die körperliche Robustheit scheint in der Premier League am meisten durch. Aber nicht uneingeschränkt, sie haben auch viel Qualität, Partido importante con un objetivo claro, sella el prima puesto. Esperamos lo mejor de nosotros fútbol y de vosotros. Zwei erhobene Handflächen. Important match with a clear objective, securing the first place. We expect the best from us and from you raising hands. Oktober 2018, das treffe vor allem auf Harry Kane zu, so Ramos. Der 25-Jährige wurde in der Vergangenheit mit Wechseln zu Real Madrid in Verbindung gebracht, hat die Insel in seiner Profikarriere aber bis jetzt nie verlassen. 2016 und 2017 wurde er zweimal in Folge Torschützenkönig der Premier League. Auf die Frage, ob sich ein englischer Spieler in der Primera Division bewähren könnte, sagte Ramos, Kane zum Beispiel ist ein physisch starker Spieler, der aber auch eine tolle Technik hat. Grundvoraussetzungen, um in Spanien zu bestehen. Demnach weiß Ramos, welche Klasse der gegnerische Mittelstürmer mitbringt. Auch im Team der Three Lions ist der gebürtige Londoner erfolgreich und holte bei der WM im Sommer mit 6 Treffern ebenfalls den goldenen Schuh. Allerdings konnte er in den letzten 6 Spielen nicht mehr für sein Land treffen. Im Hinspiel, das Spanien mit 2:1 gewann, wurde Kane von Ramos weitestgehend aus dem Spiel genommen. Umso mehr wird es für England gegen die favorisierten Spanier darauf ankommen, dass er wieder trifft. Er kann viele Verteidiger aushebeln, aber mich überrascht er nicht. Ramos strotzt bei der Nationalmannschaft vor Selbstbewusstsein, obwohl er mit seinem Club Real Madrid eine größere Durststrecke durchlebt. Wir haben jeden einzelnen von ihnen studiert, versichert er, gegen uns können sie nicht ihr bestes Spiel abrufen.